Zu Neonabyss. Herzlich willkommen. Wir starten hier mit einem. Herzlich willkommen zu meiner Version, dem Capella. Und herzlich willkommen im Einschlag oder nachdem Sie eine gewisse Distanz zurückgelegt haben. Viel Spaß bei der Vorstellung. Wille aus Stahl. Sie sind immun gegen alle Explosionsschäden. Ich weiß nicht, was das hier zu bedeuten hat, liebes Spiel. Aber wie dem auch sei, wir können ausweichen und unsere Geschosse explodieren, was enorm Agro-Play ist. Nachteil ist natürlich, wir kriegen aber auch Schaden. Wir bräuchten das dringendst, das Item, dass wir immun gegen Explosionsschaden sind. Wenn wir das kriegen, das wäre Bombe. So, für Gegner, die euch berühren, Nahkampfschaden zu. Das finde ich sehr nett. Was? Der, was? Da war ein Goldner. Nein. Oh, nee. Oh, ich hab den, glaube ich, kaputt gemacht. Fuck, das wären locker 20, 30 Münzen gewesen. Uff. Wenn das schon so anfängt hier, ne? Oh. Ich ahne Schlechtes. Das ist natürlich der Nachteil wieder der Explosionsmusik. What the fuck, Alter? Ja, immer selber knatzen, das ist immer gut. Wie das hier. Wie schon gesagt, hat Vorteile die Waffe. Enorme Vorteile, was Damage betrifft. Nachteil, Ultra-Nachteil. Ja, man stirbt halt übel schnell. Weil ich kann ja auch noch nicht mal hier... Ja gut, ich kann alle Geheimnisse entdecken hier, ja. Aber ja. Gut, wir lassen uns überraschen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Wir haben nur noch einen Herzcontainer. Das ist schon Witz. Das war das überhaupt. Guck mal, ob wir das vor. Hey, bist du doof? Ich hab noch zu wenig Kaffee getrunken. Obwohl dieser Run echt vielversprechend ist. Echt vielversprechend. Mit dieser Waffe? Was willst du mehr? Du willst eigentlich nichts mehr. Halbes Herz, Alter. Oh, ich hab Schiss, da weiterzulaufen, um ehrlich zu sein. Bitte einen Raum mit Herzen oder so. Okay. Manchmal muss man auch einfach nur ein bisschen gezielt spielen. Um nicht drauf zu gehen. Aber nicht desto trotz. Oh. Bitte nicht die Kiste hin. Dankeschön. Ah, das ist so ärgerlich, ne? Shop. Oh. Wir haben die Popcorn-Tüte ja trotzdem. Fliegt halt nur schneller, ne? Hier erhalte ich immerhin ein Ei. Aber die Kugeln sind halt so low langsam. Das macht mich so ein bisschen... Ha. Ich hätte den Teleporter nehmen sollen. Komm, ich produziere jetzt einfach mal Eier. Ich bin jetzt hier was auch immer. Dafür braucht man Münzen! Ja. Ich gebe meine Münzen da so breitwillig aus, Alter. Das ist schlecht. Ich habe mich schon gewundert. So.
Wie kommt man denn da hoch? Ah, ja, okay. In Herz, in Herz. Okay, ich bin zuversichtlich. Ich bin... Ich bin doch sehr zuversichtlich, muss ich sagen. Ach, da muss ich ja eine Runde. Ich lauf in... Alter, was ist denn bei mir heute nicht in Ordnung? Ich habe auch heute... Irgendwie ist der Kaffee nicht so gut, wie ich mir den vorgestellt habe. Okay, egal. Wir haben zweimal... Wollen wir im Shop gehen? Aber Shop bringt uns jetzt auch nichts. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich denke mal, wir gehen... Ist ja schon aufgemacht worden. Wir gucken einfach mal rein. Boah, Alter, der rote Drache ist natürlich richtig Belohnung, ne? Was ich bei diesen Dingen hier immer nie traue, ist die Tatsache, dass das Ding einfach mal auch dich voll verarschen kann. Da kann auch super geile Scheiße passieren, aber wer garantiert mir das jetzt? Keiner. Von da aus lassen wir das. Wir gehen zum Boss und versuchen den jetzt mit dieser... mit dieser komischen Wumme... Wow, okay, das war jetzt wild. Ich dachte, ich gehe drauf. Aber man hat ja immer so einen gewissen Cooldown, bevor man weiteren Schaden bekommt. Bin ich immer sehr froh drüber. Ne, Erstbelohnungsraum. Erstbelohnungsraum. Wir haben noch keinen Schaden bekommen. Sehr nice. Was haben wir denn hier? Silbermond. Das, da hatten wir doch was mit Schlösser öffnen, ne? Astronauten-Helm. Bis zur Unendlichkeit und noch viel erhöht dein Sprung. Ja. Okay. Wäre wahrscheinlich das andere viel besser gewesen, wa? Ein bisschen Musik muss auch mal sein. Ich mag diese Waffe, um ehrlich zu sein. Problem ist, wir natzen uns damit übelst selber. Fuck. Fuck. Ich mag die Waffe. Ich mag die Waffe. Absolut. Mal gucken, was du für eine Kontrolle hast über die Gegner hier. Das dauert zwar ziemlich lange, ja? Also ich muss damit erstmal klarkommen, um ehrlich zu sein. Weil ihr merkt, es explodiert immer der äußerste Strahl. Das heißt, wir bräuchten rein theoretisch eine erhöhte Reichweite. Erstmal. Damit, um safe zu sein. Und ich weiß nicht, ob ich das bin mit der Waffe.
Alter, Mann. Ich verballer mir mein ganzes Leben hier. Das ist echt ärgerlich. Dann hätte es schon wahrscheinlich einen Ton gegeben, wenn da was gewesen wäre. Da auch, okay. Wollen wir mal weiter jetzt. Ich meine, der Vorteil, den wir natürlich mit der Waffe haben, das ist natürlich schon sehr gut, aber damit muss man denn auch umgehen können. Vor allem, man kann ja auch die Waffe so ein bisschen lenken, wobei ich da noch keinen Rhythmus gefunden habe, was gut sein sollte. Vor allem Nahkampfangriffe gehst du da sehr vorsichtig mit an. So mit Fingerspitzengefühl. Ja, hier ist Belohnung pur. Das hat natürlich echt, wie schon gesagt, auch Vorteile, ja, aber ja. Also können wir nämlich theoretisch fast alle. So was, also wir haben auf jeden Fall keine aktive Fertigkeit. Meine Rolle habe ich noch gar nicht benutzt, merke ich gerade jetzt erst. Okay, da ist auch nix. Okay, wir haben irgendwas freigeschaltet. Können wir ja im nächsten Raum mal durchglupschen. Warte, wollen wir erst in den Raum reingehen? Ja, macht mehr Sinn. Oh, wir haben zwei Räume. Ulul. Ah ja, da war ja was. Da war ja was. Ja, wundervoll. Nice. Okay, also der silberne Kompass kommt mir unbekannt vor. Die verbotene Maske ist, glaube ich, übelst schnelle Feuerrate erhöhen. Was bei der Waffe nicht unbedingt viel Sinn macht, weil die Feuerrate ist konstant. Ah, okay. Jetzt wissen wir immerhin, was die Räume uns enthüllen. Wir sehen auch schon alle Räume. Hat auch Vorteile. Muss man dazu erwähnen. So kommt er auch immer ran. Ja, ich muss noch ein bisschen üben. Also das steht fest. So richtig perfekt ist das hier noch nicht hier mit meinem Gefühl für, wann ich loslassen muss. Okay. Gut, ich würde sagen, wir clearen erstmal trotz allem. Aber vielleicht finden wir ja auch eine neue Waffe, weil auf lange Sicht bringt die uns nichts. Hat zwar den übelsten Vorteil, obwohl. Ich will mal so sagen, wenn wir ein Item finden, was uns den Explosionsschaden, den wir da fuck, kriegen, wenn wir uns das ersparen, dann bin ich dafür. Ah, lass mal die Flinte vorne jetzt hier. Wir bräuchten halt das Item, was uns Schutz garantiert. Brokkoli, geil. Boah, die Schlüsselwaffe. Aber wir haben momentan so viel Schlüssel. Aber die garantiert uns natürlich echt alles zu knacken, ne? Scheiße. Brokkoli können wir uns gar nicht leisten, sehe ich gerade. Würde uns ein Leben mehr geben. Okay, wir behalten mal diese Tatsache im Kopf.
gönnen uns jetzt mal einen Schaden, um zu gucken, was hier... Wow! Okay. Okay. Okay, wir können uns aussuchen, Schildkrötenhut oder der Hammer. Der Hammer wertet auf jeden Fall unsere Waffe auf. Gönnen wir uns. Das andere Item wäre, glaube ich, dass uns Schaden von unten oder von oben nichts antun kann. Irgendwie sowas in der Art. Aber das fand ich jetzt nicht so krass, um ehrlich zu sein. Oh, Yamba Money. Ja, das Ding können wir natürlich völlig... Wir können uns den Brokkoli holen. Oder warten wir? Ich meine, Leben haben wir ja momentan. Komm. Ich würde sagen, wir holen uns nix. Leben kriegen wir wahrscheinlich eh vom Bosskampf, von da aus. Wenn ich denn jetzt nicht ultra hardcore verkacke. Ja. Bildschirm, Annie. Der ist kein Problem. Herzbehälter. Ist okay. Aber warum haben wir jetzt Kristalle verloren? Haben wir gar nicht, ne? Ich habe die nur nicht eingesammelt. Wir haben die für die Tür benutzt. Okay. Die gönnen wir uns noch. Weil wir wissen ja nicht, was im nächsten Level uns erwartet. Vielleicht haben wir da gar keine Kristalle und wir bräuchten sie aber. Weil wir eine neue Waffe kriegen oder was Gott auch immer. Okay. Bislang läuft der Run sehr gut. Noch ziemlich durchwachsen, muss man sagen. Aber ja, schmeiß weg die Kacke. Geil. Einfach mal so YOLO. Haste, brauchst du nicht, weg damit. Das Geile ist natürlich, wenn wir schon mal immer die Karte sehen, haben wir natürlich auch immer einen groben Hinweis, wo was ist. Roter Raum ist klar, Boss, ja. Also das heißt, wir werden uns erstmal links hier oben kümmern, dann gehen wir nach unten und zum Schluss gehen wir nach oben. Ganz logisch reinfolgen. Was zum Henker? Das kenne ich alles noch nicht hier. Schicksal. Schicksal, Schicksal, Schicksal. Ich würde es mir schon fast holen. Problem ist, ich kann mir nicht beides holen, weil das kenne ich nämlich auch nicht. Gaunerabzeichen. Wir gönnen uns erstmal das Gaunerabzeichen. Solange du in diesem Raum bist, werden deine Bewegungsgeschwindigkeit und Sprunghöhe jedes Mal erhöht, wenn du etwas aufsammelst. Ja, wow. Okay, das war doch nicht so geil. Alter, kann man da hüpfen. Jassis! Alter. Hüpf! Wir lassen den mal. Ich will keinen Schaden kriegen. Ich würde es ganz gern kontrolliert passieren lassen. Ah, okay. Warum ist unser Waffenschaden jetzt so hoch? Egal, wir probieren es hier mal. Ich sag ja, diese kleinen Scheißer sind die gefährlichsten. Das ist eh erledigt.
Wow. Überlegt mal, wie viel Leben da flöten gegangen ist jetzt. Nur wegen dieser Scheiße. Okay, wir können ja Räume immer betrachten, ohne dass wir... Alter, jetzt hat... die Sprunghöhe, Alter. Belohnung pur, du. Das sieht nach einem Kampfraum aus. Hier geht man ganz kurz in den Job. Dann hole ich mir erstmal irgendwie einen Herzcontainer oder so. Das wäre mir schon echt lieb. Scheiß die Wand an, ey. Ja, immer anwerfen den Kollegen. So, Schicksal. Warte mal. Aktiver Gegenstand. Versuch dein Glück, ändert zufällige Eigenschaften. Dieser Waffe kostet 10 Münzen. Kostet ein Kristall. Ah, 10 Münzen und ein Kristall kostet das. Naja, damit hätten wir gezielte Schüsse halt, ne? Das ist schon vielleicht besser. Ich weiß, es ist nicht optimal, aber wir lassen den Raum mal aus. Ich sah da jetzt nicht unbedingt die Notwendigkeit, da das zu klären, noch nicht. Jedenfalls mit diesen Lebenspool nicht. Ja, hätten wir dieses Explosionsgedöns nicht, ne? Oh Mann, ey. Das würde einiges einfacher machen. Ich hatte eben Sorge, dass ich das verkacke. Alter! Habt ihr gemerkt, ja? Ich war kurzfristig mal am Schwitzen, Alter. Alter, wie hoch ist denn das? Jassis! Wow, also, wir kriegen wieder Stuff. Die Rüstung gefällt mir gerade. Das hegt die Hoffnung, dass wir doch noch was reißen können. Alter, ja, jetzt ist aber gut, Alter. Jetzt ist aber Belohnung pur hier. Ja, nice. Geheimnis gefunden. Da hat nur eine Münze drin. Aber egal, Münze ist Münze. Oh, fliegen, ne? Die Katze Terry, ey. Oh, scheiß die Wand an. Nee, fliegen. Mit Fliegen haben wir natürlich viele Items, die jetzt natürlich useless sind, um das Wort wörtlich mal so auszudrücken. Die sind useless jetzt. Aber nichtdestotrotz. Scheiße, die haben wir alles leer gekauft. Leck mich am Arsch. Okay, wir holen uns... Nee. Aber wir können fliegen. Hat natürlich den Vorteil, dass du hier kontrolliert fliegen kannst. Und wenn du gut bist, also nicht wie ich gerade, dann hast du sogar die Möglichkeit, richtig abzuräumen. Ich weiß gar nicht, ob es auf jeder Ebene immer zwei Geheimnisse gibt. Ich glaube nicht. In der Regel aber immer eins zu 100%. Ja, da
Das ist uns egal. Wir probieren es mal. Weil da ist schon ein Herzcontainer mit drin und zwei Kisten. Wir haben die Schlüssel. Von da aus, YOLO. Hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt. Definitiv. Schön. Immer wieder. Zum Glück kriege ich so viele Schilde in dem Spiel, wohl bemerkt. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Alter! Habt ihr gesehen, wie schlecht das war? Oh Gott, kann ich mir selber gar nicht angucken eigentlich. Oh, das tut weh. Okay, okay, ist alles safe. Ist alles... Erst die Kisten aufmachen. Ansonsten werden da draus nämlich Schmerztruhen oder Paintruhen. Ich weiß gar nicht, wie man die nennen will in diesem Spiel. Ich nenne sie einfach mal Paintruhen. Passt ja eigentlich im weitesten Sinne. Wie schon gesagt, dass wir fliegen können, ist schon eine Belohnung für sich. Aber, ja, hat halt ein Aber, ne? So, okay, komm, wir gehen mit diesen Münzen ins nächste Gebiet. Gott, der Pillen, war der gefährlich? Weiß ich gar nicht mehr. Ja, das ist natürlich der Vorteil. Der Boss kann uns eigentlich im Grunde... nichts mehr. Er kann uns nur noch von oben treffen mit den Gegenständen da. Aber auch das ist... okay. Nice. Okay, wir sind full life. Das ist schon mal Belohnung pur. Geil, Level 3 haben wir geschafft. Ab zu Level 4. Ja, zertrete Würmer am Boden. Ja, das ist wirklich eine Belohnung für sich, aber... wenn du Waffen hast, die explodieren und bum bum, hast du ein Problem. Sag mal's mal so. Aus der Kiste kommt eine Kiste. Okay, hier haben wir Shot. Das finde ich schon mal nice. Und ein Kampf, fuck. Diese Geister sind echt ein bisschen gefährlich. Ich mag die nicht, um ehrlich zu sein. Die können voll böse sein. Operation Schatten kenne ich nicht. Ja, komm, YOLO, Alter, bitte. Sie werden die nie wieder kommen sehen. Erhöht deine Reichweite in deiner Waffe und deine Bewegungsgeschwindigkeit. Oh lol. Ja, nice. Die Reichweite. Zeig mal. Naja. Also so krass ist das jetzt auch nicht, oder? Die Bären halten aus, du. Das ist der Hammer. Das ist eine halbe Muni-Stange rein, ey. Okay, wir haben nur noch 4 Schlüssel. Oh, Keks, Schokokeks. Da war was. Jedes Mal, wenn sein Begleiter entwickelt, lässt du eine Bombe fallen. Ja, Belohnung. Brauchen wir nicht. Aber ja, okay. Nice. Gib her. Ja, komm, gönnen wir uns den Raum. Gönnen wir. Da kann man schon fliegen. Verkackt und verkackt, aber richtig.
Das Gute ist, dass wir jetzt nicht so unbedingt darauf angewiesen sind, etwas zu bekommen. Aber es ist natürlich trotzdem schade, wenn man da jetzt unnötig Items verliert. Okay, ab zur linken Seite. Es ist wahrscheinlich nur Free Stuff und Free Loot hier ein bisschen. Schild nehmen wir mal mit. Hab eben überlegt, ob ich das speichere, also safe. Kann ich die Münze dann hier einsammeln? Na danke. So, der erste Dreh kostet immer 0 von da aus. Wird's denn besser? Oh ja, definitiv. Anliegen. Das war mein Anliegen, dass wir da so schnell wie möglich dieses Ding kriegen, weil da kriegen wir auf jeden Fall ein Item. Alter, ist ja schnell. Jalla. Da kriegen wir wirklich immer freie. Kapuze des Reisenden. E-Sport-Headset macht Schaden? Nee, scheiße. Ah, Athena, ja. Mal gucken, ob wir so weit kommen mit Athena. Das ist auf jeden Fall der Freifahrtschein, dass wir Athena besiegen könnten, wenn wir denn wollen würden. Oder es schaffen wir überhaupt generell. Hat die eine Aufladung? Ja, ein bisschen. Finde ich schon ein bisschen besser. Um ehrlich zu sein. Klar, sie hat eine gewisse Aufladung. Aber das kannst du ja hier auch gezielt benutzen. Ist ja nicht so. Na komm, scheiß drauf. Ist ja nicht so, dass du da komplett angewiesen bist. Aber was ist mit dem Buch? Aktiver Gegenstand. Lässt du zufällig Münzen fallen, kostet 2 Kristalle, kostet ein halbes Herz. Was? Wie? Ich muss ein halbes. Warte, wir testen das mal. Oh ja, das kostet mich wirklich. Aber gut zu wissen, wir könnten Money machen. Money! Money, money, money. Wir brauchen Money. Wir dürfen es nicht vergessen. Wir könnten uns hier ganz schöne Gegenstände. Shop hatten wir da unten. War ich da schon drinne? Anscheinend. Ja, da habe ich mir die Waffe geholt. Ich Esel. Okay. Also Shop ist momentan sehr ernüchternd, muss man mal sagen. Hab mir da ein bisschen mehr erwartet. Just a little bit. Okay. Ah, Trumpy Boy ist da. Guck mal, da, der kleine Trump. Da. Der sammelt immer Geld ein. Ist wie im echten Leben. Was ist denn eigentlich mit dem geheimen Raum? Haben wir den schon gefunden? Wir waren nämlich so nicht. Was ist denn hier? Ah, da ist er. Da ist er. Alter, wir haben so viele Schilde. Vor allem, wir brauchen nicht ein... Alter. Wir brauchen nicht... Bomben haben wir jetzt genug. Da können wir uns echt
können wir uns bedienen. Ja, komm, ab zum Boss, oder? Die mobile Videos. Ich laufe auch überall gerade rein. Das ist immer sehr gut, weil man hat ja so viele... Alter, ich bin gerade voll im Suicide-Modus. Sag mal, weiß er exakt, wann ich... Geh kaputt, Mann! Mein lieber Herr Gesangsverein, Sahnebier, immer geil. Mann. Also das war schon wieder knusper. Ich ahne Schlechtes, Leute. Ich ahne Schlechtes, das wird nichts. Warum sammelt Trump? Ja, wundervoll. Ja, eh verkackt. Okay. Warum sammelt Mr. Trumpy Boy so ultra low gerade hier alles ein? Ernsthaft, dafür kriege ich noch ein Item, Alter? Waffenschaden erhöhen, ja. Ja, lassen wir mal so stehen. Oh, Trumpy Boy ist tot. Geil, nice. Oh, da war eine Bombe noch. Die müssen wir uns gönnen. Auch wenn ich damit absolut neu spiele. Aber, ja. Haben oder nicht haben. Nice, bauen wir uns einfach wieder die Schilder auf, würde ich sagen. Was mir auf jeden Fall sehr sympathisch auffällt, ist, dass diese Laserstrahlen ja auch durch Wände gehen. Das ist mir ironischerweise jetzt erst aufgefallen, so richtig bewusst. Sagen wir mal bewusst. Na klar, die haben ja auch durchfliegende Geschosse. Das ist natürlich ein bisschen gemein. Aber rein theoretisch. Eieiei, gibt sogar einen Erfolg, wenn man 50 Eier in diesem Spiel mal ausgebrütet hat. Was ich sehr lustig finde. Aber ja, bislang habe ich das noch nicht geschafft, um ehrlich zu sein. Die Kiste einfach mal alles absorbiert hat eben. Nice. Ne, da haben wir nix. Okay. Wir sind wieder so ein bisschen am Start. Auch wenn wir zwar geschröpft sind.
dachte schon, wir kriegen einen Hit. Aber nee. Haben wir nicht bekommen. So, so langsam wird die Miau-Waffe, die wir uns hätten, oder die Schlüsselwaffe, wirkt auf einmal doch sehr sympathisch, muss man ja mal sagen. Was ist da runtergefallen? Ein Schlüssel. Naja, okay, immerhin. Schlüssel können wir gebrauchen. Alter. Schon ganz schön teuer hier. Er hätte Herzbehälter und erhöht euren Waffenschaden. Wow, eine Granate. Das ist ja... Muss er ja aufpassen. Okay, gut, ab zum Bossraum. Da kann dann auch nur eigentlich... Ich habe einen Schaden bekommen? Nee, doch, ja. Verdammt. Mann. Da sind auch so Schaden, der unnötig ist im Nachhinein. Aber ja, gut. Was ich von diesen Behältern hier halten soll, relativ wenig, muss ich sagen. Bislang haben die mir kein Glück gebracht. Eher im Gegenteil. Ja, wundervoll. Okay, ab zum Shop. Oh, die Trompete. Raketenmod. Oh, das ist alles nicht so geil. Ich meine, okay, wärmesuchende Raketen ist schon okay. Ja, kann man mal, ist okay. Ist okay. So, haben wir hier was? Ja, haben wir. Oh nee, nicht tanzen. Tut mir leid. Verkacke ich absolut, da ist mein Hirn nicht für geschaffen. Absolut nicht. Oh, der Boss wird mit der Waffe aber auch haarig. Ja, der wird sehr haarig. Der einzige Vorteil ist halt, ich habe die Macht. Trotzdem zu treffen. Schade. Es soll wohl nicht so sein, aber macht nichts. War trotzdem ein interessanter Run mit der Waffe auch, aber was uns eigentlich hier wirklich gefehlt hat, wäre wirklich vielleicht Explosionsschaden oder vielleicht noch eine Möglichkeit, vielleicht hätte ich auch flexibler spielen müssen. Aber ja, hätte, Fahrradkette, ihr wisst ja, wie es ist. Trotzdem ein interessanter Run, auf schwer wohl bemerkt. In dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, vielleicht ein bisschen mit mehr Erfolg. Und wie schon gesagt, das Popcorn ist einer meiner Favo-Gegenstände. Favo-Gegenstände im Zusammenhang mit den Unterwasserhelmen. Kein Schaden durch Explosionswaffen. Absolut geil. Also dann hast du eigentlich schon GG. Dann ist vorbei. Aber leider sollte es so nicht sein, aber ja, in dem Sinne, tschüss.